Hallo meine Lieben und schön, dass ihr mit dabei seid. Heute ist der letzte Teil unseres Mysteries. Wir wollen aus diesem Chaos ein Objekt machen. Wir brauchen heute eine Schere und die Nadel. Heute brauchen wir keine Häkelnadel oder irgendwas, sondern wirklich einfach nur die Nadel und die Schere. So, wir beginnen mit dem Rosa. Also sprich mit der kleineren Version. Wir haben ja einmal, hier ist der Größenunterschied gut zu sehen. Wir beginnen mit den kleineren. Die habe ich mir mit so einem kleinen Knötchen zusammengerafft, dass die einfach alle beisammen sind. Und unserem Ball. So, kurz gelöst. Ich schnappe mir das erste Rosane. Nehme das auf die Nadel. So, jetzt nehmen wir uns unseren Ball vor. Wir haben hier das Grün und hier das Gelb. Wir gehen in die zweite Reihe vom Grün aus gesehen ins Gelbe. Also hier ist das Grün, hier ist die erste Reihe, hier die zweite. Und da stechen wir ein. Und nähen wirklich nur in der zweiten Reihe das Rosa an. So, wir nähen uns dann hier nochmal so rein, dass wir das Rosa gut erwischen. Und jetzt nähen wir das hier aber wirklich nur auf der zweiten Reihe an. Hier nur die zweite Reihe und gehe von innen nach außen und nähe es wirklich wie dran, aber nur auf der unteren kleinen Linie. Wir gehen nicht nach oben weg. So, haben wir das erste schon dran. Ich nähe das Ganze jetzt noch gut fest und versteche dann natürlich auch gleich den Faden. Nachdem wir den dann vernäht haben, Faden abschneiden. Wir schnappen uns das nächste Rosane. Das kommt auch auf die Nadel. So, das setzen wir jetzt auch wieder auf die zweite Linie, also immer hier auf die zweite Linie. Und nähen das auch fest. Ihr seht, ich lasse ein kleines bisschen Abstand zu dem anderen, einfach damit es nicht überlappt. So liegen beide schön nebeneinander. Hier schön nebeneinander werden die jetzt angenäht. So. So, den Faden verstechen und abschneiden. Und jetzt machen wir einen Trick, der funktioniert aber nur auf YouTube. Ich stecke es jetzt ab und wenn ich es wieder abziehe, ist alles angenäht. So, schauen wir mal, ob es geklappt hat. Ich ziehe weg und es hat geklappt. Alles ist angenäht. So, jetzt erkennt ihr auch schon, was es ist. Wir haben hier eine wunderschöne Blume. Jetzt geht's an die nächsten Bauteile. Und zwar schnappen wir uns jetzt die neuen in Creme. Wir drehen unsere Blume wieder um. Schnappen uns die Nadel. Und nähen diese neuen Blumenblätter. Musik
gleich auf die Linie, die hier unten drunter ist. Wir haben ja unsere rosanen Blumenblätter oder ihr in eurer ersten Wunschfarbe, die kleineren halt, auf die zweite Linie gemacht und jetzt kommt die Creme hier auf die erste Linie. Und zwar immer so, dass das Rosane in dem Creme ist. Ihr seht, ich lege das einfach wirklich drauf und nähe es dann fest. Mit 3 Stichen. So. Und dann wird der Faden schon vernäht. Abgeschnitten. Und so geht das jetzt mit den anderen Blättern weiter. Hier das Rosane liegt schön drin. Das ist auch schön fest. So, jetzt schnappen wir uns die anderen 8 Blätter. Ich nehme wieder mein Zaubertuch und wir sehen uns gleich wieder. So, meine Lieben, schauen wir mal, ob es wieder geklappt hat. Ja, hier haben wir das wunderschöne Blümchen. Es kriegt auch langsam ganz schön Gewicht, wundert euch da bitte nicht. Wenn ihr wollt, könnt ihr die 2 Blätter noch zusammennähen. Ich finde es aber, wenn die beiden beweglich sind, einfach wirklich schöner. Weil, wenn das Blümchen nämlich dann liegt, dann senkt sich das Creme ein bisschen nach unten ab. Wenn es dann gerade liegt, wird dann noch alles ein bisschen durch die anderen Bauteile gestützt. Und dadurch kriegt das so eine richtig schöne 3D-Optik. Es sieht einfach nur noch toll aus. So sieht unser Blümchen bis jetzt aus. Wir schnappen uns jetzt die 3 Blätter. Ich habe mir hier noch ein bisschen Grün geholt. Wie ihr seht, das Blümchen wird wirklich, es wird richtig schön groß. Und wir nähen jetzt unsere 3 Blätter so mit hier auf dieser Bruchkante. Auf die nähen wir jetzt unsere Blätter an. Verteilt sie jetzt so, wie sie euch gefällt. Aber sie geht jetzt auf die Bruchkante. Das heißt hier so hin. Und das machen wir jetzt mit allen 3 Blättern. Die könnt ihr jetzt verteilen, wie ihr lustig seid. So, so oder so. Ganz wie ihr wollt. So, ich nähe schnell meine 3 Blätter an und dann sehen wir uns für die Korkenzieher gleich wieder. So, meine Lieben, die Blätter sind angenäht. Wie ihr seht, so habe ich sie hingesetzt. Die Naht habe ich auf die Trennlinie hier oben gesetzt, deswegen steht das hier unten auch noch alles ein kleines bisschen ab. Das hat den Sinn dafür, dass die ganze Blume hinterher besser steht. Wenn wir es jetzt umdrehen und sie hinlegen, steht sie wirklich wie eine 1. Da kippelt nichts, da wackelt nichts. Das habe ich jetzt wirklich dafür gemacht, dass das einfach alles wunderbar steht. Die Blütenblätter muss man ein kleines bisschen in Form zupfen und schön aufeinander legen. Und dann sieht unsere Blume schon so aus. So, und jetzt wollen wir noch unsere Korkenzieher machen und dann sind wir damit auch schon fertig. Davon haben wir ja 3 Stück. Wir haben hier den Doppelfaden oder ihr habt den einen Faden schon abgeschnitten und habt dann jetzt da nur noch einen, das macht auch nichts. Auf die Nadel, wenn ihr einen Doppelfaden habt, bitte beide Fäden. Und wenn ihr noch einen Einzelfaden habt, dann nur den. Und jetzt setzen wir unsere Korkenzieher hier zwischen die Blätter. Wir haben ja hier Blätter und hier dazwischen. Wer jetzt die Blätter nur hier oben hin gemacht hat, kann die Korkenzieher auch hier unten hin machen. Oder setzt sie einfach dahin, wo sie euch am allerbesten gefallen.
Ich setze die jetzt bei mir hier dazwischen auch auf diese Mittellinie. Einfach mit so 2-3 Stichen werden die auf die Mittellinie gesetzt. So, schon kann der Faden verstochen werden. Und gut angezogen. Wer will, kann ihn noch hier in der Mitte einmal durchführen durch das Grüne. Dann hat der Faden auch noch mal ein bisschen Spiel und unser Knötchen geht nicht so schnell auf. Abschneiden und der erste Korkenzieher ist auch schon fest und illert dann hier einfach so nach vorne. So, ich nähe jetzt noch meine anderen beiden an. Und dann zeige ich sie euch gleich nochmal, wenn ich komplett fertig bin. So, meine Lieben, ich bin fertig mit meiner wunderbaren Blume. Hier haben wir die 3 Korkenzieher, die 3 Blätter, unsere ganzen Blütenblätter. Jetzt könnt ihr sie entweder so auf den Tisch tun, als kleinen Tischschmuck oder in euer Amigurumi-Fach. Oder ich benutze sie zum Beispiel als Nadelkissen. Die Mitte hier eignet sich wunderbar, dass wir unsere ganzen kleinen Nadeln hier reinpieksen können. Wir können sie sogar, wenn wir wollen, hier auch in die Blätter pieksen. Die ganze Blume ist ein riesengroßes Nadelkissen. So, ich hoffe, die Nervosität hat man mir jetzt in den Videos nicht allzu sehr angemerkt. Das ist das allererste Mystery, was ich mit euch gemacht habe. Wenn doch, dann verzeiht mir, wie gesagt, das allererste Mystery. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt jede Menge Spaß mit eurer wunderschönen kleinen Blume. Obwohl, so klein ist er auch nicht. Wir haben hier von Blatt zu Blatt, Moment, na gut, 23 cm. Von Creme zu Creme haben wir nur knapp 17 cm, also so klein ist sie nicht. Aber sie ist ein wunderschöner Tischschmuck, ein absoluter Hingucker oder auch eine ganz tolle Geschenkidee. So sieht sie von unten aus, hier nochmal schön stabilisiert, dass sie auch ordentlich steht. Hier unsere Korkenzieher und unsere Blätter. So, alle Möglichkeiten, wie ihr mir eure Fotos zusenden könnt, das verlinke ich euch unten in der Infobox. Ich bedanke mich fürs Mitmachen, hoffe, ihr habt damit jede Menge Spaß und lasst mich mal in den Kommentaren wissen, wollen wir nochmal ein Mystery machen oder sagt ihr, ach nee, davon habe ich jetzt die Nase voll, das hat gereicht. Lasst es mich mal wissen, schreibt es mir mal unten rein. Ich sage Dankeschön und tschüss, bis zum nächsten Mal.